Oh, da hätte ich ja beinahe zu spät auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Doch nicht wieder mit den gleichen Typen, die ich eben hatte. Ich habe noch ein etwas höherwertiges Spiel gefunden. Das ist sogar Platinum 5 Liga. Also die niedrigste Platin-Dings, die überhaupt möglich ist. Ja, also wir sehen es hier schon an den Farben. Die sind alle ein bisschen höherwertiger. Ich gucke Eugen und Pinuti zu. Das sind. Oh, was waren das? Das sind, glaube ich, Finn. Waren das auch Finn? Bin mir nicht ganz sicher. Man kennt ja, man kennt, wenn man ein bisschen mit den Leuten spricht, lernt man ja viele, viele interessante Persönlichkeiten kennen. Nicht alle sind Idioten. Mit den beiden habe ich mich schon mal im Teamspeak unterhalten. Mit Pinuti, glaube ich, schon. Oder Pinati heißt er eigentlich. Ich spreche immer Pinuti aus. Nee, stimmt gar nicht. Mit keinem von beiden. Mit dem dritten aus dem Bunde. Also, das ist eigentlich so eine Gruppe aus, glaube ich, aus drei oder vier. Finn, den vierten kenne ich gar nicht. Den kennt eher Sasri. Die hängen eher mit denen zusammen. Ich eher weniger. Auf jeden Fall gucke ich den wieder zu. Ich habe den anderen Typen jetzt einfach mal, der war noch in der Queue und die waren halt gerade fertig mit dem Spiel, da habe ich direkt das nächste genommen. Also, das bezieht sich jetzt auf die Nullcast 46, den ich davor gemacht habe. Das ist jetzt gerade 15 Sekunden her quasi. Ich wollte gerade Minuten, nein, das stimmt gar nicht, das sind vielleicht zwei. Sagen wir mal 2 Minuten her. Auf jeden Fall schon wieder den Astronautenlos bei. Hoffen wir mal, dass dieses Spiel kein Lieber dabei ist. Dass Sona und Hackerin mir mal halbwegs schnell durchgeladen kommen. Und ob ich Hackerin mit Ghost ist nicht so überraschend, ich könnte schon mal ein bisschen was über das Team sagen, jetzt habe ich ja noch Zeit, haha. Solange Hackerin noch sein Hamster füttert oder eben nicht, oder eben beim Fangorn zuschaut, was weiß ich. Wir haben einen Master Yi in der Mitte. AP hier immer noch sehr ärgerlich, hasse ich eigentlich Leute, die sowas machen. Aber das ist eher so eine kalte Art von Hass, also ich kann das nicht, ich kann das ehrlich gesagt nicht respektieren, AP zu spielen. Ich find diese Kombination einfach so lächerlich, weil nicht mehr es funktioniert. Weil hier ist so ein typischer Schal, der sieht einfach nur komplett nach AD aus, aber man kann ihn auf AP spielen, das funktioniert. Ich würde ja auch gerne Leona auf AD spielen, aber das macht leider absolut keinen Sinn, weil sie kein Scaling dafür hat. Aber nein. Gut, wie dem auch sei, Hackerin im Jungle, finde ich persönlich nicht so stark. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass ich darin raummäßig schlecht bin, Hackerin zu junglen. Verdammtes Little Pony. Nautilus im Jungle haben wir eben gerade schon gesehen, also in Lulcast 46. Malphite, ist wahrscheinlich top. Würde ich jetzt mal raten, gegen Xin Zhao. Evil Weiß Only, bin mir nicht ganz sicher, wer da gewinnt. Das ist der Tank hier relativ. Werden wir sehen müssen, kommt wahrscheinlich auf den Spieler an. Mordekaiser gegen Apehi. Na gut, Mordekaiser hat natürlich gute Karten gegen so ein Apehi. Schließlich kann er sich die ganze Zeit schilden. Also er hat ja sein Passive-Schild da halt. Das könnte ihn davor, zumindest am Anfang noch vor diesen hässlichen Alpha-Strike schlützen. Trash-Support freue ich mich jetzt schon drauf. Habe ich persönlich ja noch nicht gecast und bin noch nicht so oft in den Genuss gekommen, Trash-Support zu sehen. Also mit E, nicht mit A. Trash ist gar nicht so schlecht. Man muss ihn nur richtig mit umgehen können. Vor allem mit der Laterne, dieses Rumspringen ist ja ganz witzig. Sona ist ziemlich Standard. Wayne gegen MF. Wayne hat Cleans dabei, wie es sich von der Wayne gehört. So, dann muss ich mal gleich anordnen hier. Plus. Ah ja. Ja, Jungs, Hamster füttern, Hamster füttern, Hamster füttern. Wo kommt denn jetzt hier? Da kommt der Zau hin. Die Jungler kommen bitte in den Boden. Die kommen in die Mitte. Da kommt der Support hin. Da kommen die hin. Warum habe ich den Trash jetzt in den Jungle geschoben? Der gehört da gar nicht hin. Und dann passt das. Hervorragend. MF gegen Wayne. Ich meine, MF hat die besseren Karten. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass Eugen ein guter MF-Spieler ist. Aber davon jetzt mal abgesehen. You know how boring it is to play versus. Ja. Malphite. Ja, wahrscheinlich ist es, weil der ganze Zeit nur einen Skill macht. Scherbe. 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 Oh, große Creeper-Horde. Ich hau mal irgendwie auf den Boden. Puff. Der 2 Picket. Hat du mal übrigens, wir sehen hier mal ein bisschen was mit Taktik und so. Wir haben hier auf einmal. Jetzt wird hier auf einmal invaded. Also zumindest sieht das nach einem Death aus. Oh, jetzt wollen sie sich langsam vorschleichen. Hängt aber damit zusammen, dass das. Wo ist denn Nautilus? Ach Quatsch. Nautilus ist im anderen Team. Den da. Hier ist der Pony. Der Pony braucht eigentlich Mana. Oder will er hier mit. Will er mit Geistern anfangen, denn hier rumreiten? Dann geht denen ihre Taktik aber voll auf, dass sie hier den Blue stehen. Dass sie. Ja, anscheinend kommt hier keiner. Also, sie wissen es schon, gehen. Wer ist jetzt nach Hause gegangen? MF ist frühzeitig nach Hause gegangen. MF wegen ihr hohen Movement. Die hätten noch. Na, ein paar Sekunden abwarten können. Oh, ach so, MF wartet den vierten Healpot ab, denke ich mal. Oh, damit. Ja, du wirst verlieren. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wer hier wirklich verlieren wird. So, MF rennt sehr spät los. Hat man den vierten Healpot? Obwohl, nee, MF rennt hier gar nicht spät rum. MF mit ihr 419 Movement Speed dürfte da sein, bevor der erste Creep fällt. Ja, Hackerin mit Red Buff anzufangen, finde ich ja sehr unüblich. Da braucht er auf jeden Fall einen starken Pull, sag ich. Weil.
Hecarim halt auch nicht so der Schar ist, der. Also Hecarim braucht halt relativ viel Mana für seinen Jungle. Ist jetzt nicht so unglaublich. Achso. 300 HP über ist jetzt aber auch nicht so der Hammer. Vor allen Dingen, wenn Hecarim auf dem Blue-Buff baut, das ist richtig ärgerlich. Wie gesagt, Hecarim braucht sehr, sehr, sehr viel Mana für seinen Jungle. Der wird sich gleich wie die Hölle ärgern. Ich meine, die Wölfe müssten gleich respawnen. Ich glaube, eine Minute brauchen die. Also sind sie in, naja, 40 Sekunden da. Aber Hecarim breitet das Trade durch den Buros. Ich meine, das ist eine schöne Methode, schnell Level 3 zu sein. Aber eigentlich sollte ihm bewusst sein, dass er sieht, er weiß direkt, dass der Blue-Buff weg ist, weil er wird hier oben Nautilus gesehen, der mit dem Blue-Buff rumrennt. Der kann nicht haben, wenn er von da nach da gerannt ist. Jetzt werden hier Red-Buff und Blue-Buff gepinkt. Ich meine, es ist klar, dass Nautilus als nächstes hingeht. Also beide Buffs schnell hintereinander zu machen, ist natürlich eine schöne. Wie viel Prozent hat er nicht verbraucht? 2. Das geht ja noch. Das hätte durchaus verlustfrei sein. So, jetzt kommt hier Hackerin rein. Der hat sein Smite natürlich noch ready. Oh. Na gut, den wird er wahrscheinlich. Oh, was macht er denn da? Oh, da. Das stimmt. Ich hätte ja noch ein bisschen gewartet an seiner Stelle. Ich bin mir fast sicher, Nautilus hätte sich da ziemlich downhauen lassen. Jetzt holt er sich natürlich den Red Bird. Wenn jetzt hier nicht langsam alle eingreifen. Ich denke mal. Oh, da hat MF gehandelt, aber ich bin. Oh, da muss er flashen. Oh, er haut das Ignite raus. Quatsch, Ignite. Ghost heißt es. G rennt hinterher. Oh, das schafft er locker. Da kann auch Nautilus nichts mehr retten. Oh, das sieht hier gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Also mir persönlich eigentlich ziemlich egal, wer gewinnt oder wer verliert, aber. Ich bin dann irgendwie doch relativ irgendwie ein bisschen für das Team, wovon ich zugucke, auch wenn es mir eigentlich egal sein sollte. Ich würde ja eigentlich eine neutrale Position einnehmen. Wie dem sei, Hecarim hat mittlerweile immer noch einen Red Buff, mit dem kann er immer versuchen zu ganken gegen Sinn. Mit Sinn natürlich, sorry. Heute ist der große Tag der Versprecher. Ja, ich denke mal, das war's dann für Malphite. Ich sehe auch nicht, wie er der jetzt noch entkommen könnte. Er könnte maximal noch einen Cube abräumen. Nee, nicht mal das schafft er. Aber er hat immer noch ein paar Sekunden Zeit rausgeholt. Ich weiß nicht, wem das jetzt hier mehr nützt, das Rumrennen. Ach, das ist, glaube ich, das ist. Ich glaube, diese Fluchtbewegung hier kümmern gerade, das ist so das irrationale Bestreben des Menschen am Leben zu bleiben. Das ist, auch wenn es keinen Sinn mehr hat. Wenn man sich bewusst ist, dass es nicht mehr geht, hofft man immer noch irgendwie auf ein Wunder, auf eine göttliche Intervention oder so. Hecarim fängt einen Spiritstone an, macht sicherlich Sinn auf Hecarim. Die gute alte Mana-Schleuder kann jedes Mana-Regel brauchen, was sie kriegen kann. So, kommen wir nochmal zur Botlane, bei der war ich ja bis jetzt noch gar nicht, all die, weil ich jetzt mehr damit beschäftigt war, den Counter-Jungle interessiert zu beobachten. Ich wollte auch hier eigentlich mal ein bisschen mehr das ganze Laternengeschichte hier angucken. Trash muss halt die ganze Zeit sehen, aber ich weiß gar nicht, Alter, wie viel Reichweite hat denn diese Laterne? Hallo? Warte mal. War das gerade so geplant, dass man die Laterne so weit sehen konnte? Das Licht ist ja gerade hier überall in die Gegend rumgewackelt. Ich glaube, das ist nicht so der Plan eigentlich. Ja, Trash kann ja ganz gut Leute rausziehen, so halb. Nicht so richtig stark, aber er kann es immerhin. Ich wurde auch schon mehrmals selber von den Trashern irgendwelche Wände gezogen. In the direction of your choice. Ja, das ist, ist sehr gut einsetzbar. So, jetzt hier erstmal. Oh, der Vision Ward natürlich im Tree Bush ist natürlich eine gute Entscheidung vom blauen Team. Der Ward da oben ist beinahe abgelaufen. Aber immerhin sehen sie jetzt das Pony rechtzeitig kommen. Ja, sehen sie natürlich. Da wird auch richtig viel geblinkt. Sie wissen also schon rechtzeitig Bescheid. So, hier in der Mitte. Da möchte Nautilus möchte jetzt doch mal gegen den in Bedrohung geratenen Mordekaiser. Der hat mit zwei Worts. Was hat er mit zwei Worts vor? Ich sehe schon, also Mordekaiser kann ich. Ich habe das ja vorhin nur so kurz überschlagen, wie Mordekaiser eventuell vielleicht aussehen wird gegen ihn. Ich habe mich getäuscht. Er müsste sein Schild, glaube ich, immer voll auf ihn verschauen. Macht der Alpha Strike mittlerweile. Ja. Also der Alpha Strike macht genauso viel Schaden, wie Mordekaiser maximal das Schild hat. Mordekaiser hat sein Schild ja nie voll. Und da müsste schon einiges passieren. Außer vielleicht ein Teamfight. Wenn hier diese komische Rüstung, die er schmeißen kann, gerade irgendwie jede Menge live leecht. Also live leecht hier nicht, aber er kriegt das Schild für den Damage, den er macht. Oder? Ach man, immer diese Unsicherheiten, die ich immer habe bei den ganzen Passes von den Schars, die ich nur sehr selten spiele. So sind die. Mordekaiser, bla bla bla, genau für den Schaden, den er macht. Muss ich so. So, jetzt versuchen sie hier alles. Oh, die hat gerade wenig Mana. Das heißt, das Flucht. Oh, ja, ich wäre schon lange losgerannt. Das. Obwohl jetzt sieht gut aus. Lauf doch! Ich denke mal, er wird flashen. Na, das könnte gut werden. Oh, nee. Da hat Nautilus verfehlt. Hier kommt auch Hecarim zum Counter-Gank. So, wie schaut es denn hier oben eigentlich auf der Top-Lane aus? Malphite. Ich kann diesen Char nicht aussprechen. Das tut mir echt leid, aber meine Aussprache hapert genau an diesen Char. Malphite. Ich kann es nicht aussprechen. Das ist echt ein Problem. So viel zum Thema professioneller Caster werden. Wäre mal so ein Traum, aber. Das wird wohl nichts, wenn mit diesen Aussprachfehler hier. Das kann nichts werden. Wie dem auch sei, der Steinmensch hier
farmt ein bisschen schlechter als... Oh, er farmt eigentlich ganz schön schlechter. Und ich sehe hier irgendwie schon wieder den guten alten Warmox-Wash bei Wesensau. Naja, das habe ich... Ich habe mir neulich schon sagen lassen von Leuten, die gerade... Oh, da kommt wieder die Laterne. Der Laterne kann man natürlich viel machen, ne? Die hätte jetzt... Die hätte MF jetzt eigentlich auch nutzen können, um noch ein Stück näher ranzukommen an Wayne. Weil ich meine, die stand ja... Die Laterne war da und... Und Trash stand schon da. Da hätte man ja schon mit der Laterne ein paar Meterchen springen können. Oh, warte mal, der Dark Hunter möchte mich auch fressen im Skype. Warum will er das denn? Hier möchte mich mal anstarren. Aber ich werde ihn jetzt trotzdem auffressen. Haha. Übrigens ist Trash gerade gestorben am Heat, der von der Mitte gegankt hat. Was ich gerade nicht gesehen habe, weil ich auf einem anderen Monitor geguckt habe. So. Wo war ich? Ja, Mordekaiser trotz... Eigentlich ist Mordekaiser ja eine Farmmaschine vom Herrn, aber das sieht hier gar nicht gut aus für den Wardy. Der liegt jetzt mittlerweile fast Hälfte CS hinten. Es steht 4-1 für das lehrende Team. Wenn sie das hier nicht im Late rauskuren oder zumindest hier gleich mal irgendwie lange irgendwie das gestoppt kriegen, die Tendenz, sieht das hier gar nicht gut aus. Oh, jetzt hier... Oh, nice. Okay, gut, da ist er mit Ulti dann zu durchgekommen. Hackerin hier immer noch fröhlich im Counter-Jungeln. Der hat auf jeden Fall ganz gut die Buffs getimed. Also ziemlich gut auf jeden Fall. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie hier der epische Battle ausschaut. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus für... Oh. Ja, schade, leider. Oh, Mordekaiser nicht gut. Oh, doch, da konnte Mordekaiser... Oh, jetzt gehen die Ignites rausgehauen. Mordekaiser. Mordekaiser wird sterben. Obwohl, wird er nicht. Okay, er hat Schwein gehabt. Vor allem, weil gerade keine Geister da waren, an denen er sich hätte ein Schild holen können. Ich denke mal, auch hier wird hier sterben, weil... obwohl, warte mal. Hier, Kollege Schnürschuh. Na, wann ist denn der Ult wieder? Oh. Da Flash dann den Kill zu holen? Hätte ich auch gemacht. In der Situation bei 4-4. Ich wollte übrigens gerade sagen, wenn sie sich die Kurve rumkriegen, wird es unnötig ausgehen. Da sehen wir, haben sie es doch. Wenn man hinten liegt, dann kann man... Man kann es halt so Ort All-In diesen. Also man riskiert halt viel, um überhaupt noch was zu retten. Ich meine, es hat keinen Sinn, safe zu spielen, wenn man hinten liegt. Ich meine, das Einzige, was man macht... Was hat denn MF hier vor? Müsst du ein bisschen nach AFK reinrennen, dass ich meine, die Schöpfchen, die hier noch großartig weitermacht. Sieht nicht gut aus. Zumindest Trash sieht ja auch nicht so gut aus. Ich würde nämlich langsam mal sicher zurückziehen. Ich weiß nicht, was die hier vor. Also ich habe leider wenig Aufmerksamkeit der Botten denn. Ja, das. Damit habe ich jetzt irgendwie innerlich schon gerechnet mit dem Ult. Sorry, dass ich es nicht gesagt habe. Das lässt sich ja mal leicht behaupten. Ja, damit habe ich jetzt gerechnet. Das habe ich schon kommen sehen. Natürlich. Mhm. Ja, man hinten liegt, ist halt sozusagen ein Handel. Also man riskiert halt viel, um irgendwie noch das Spiel rumzudrehen, anstatt irgendwie den Status quo zu halten. Ich meine, es gibt durchaus Situationen, in denen es sinnvoll ist, den Status quo zu halten. Also, dass wir quasi im Early zwar hinten liegen, aber dann halt so lange das Spiel irgendwie noch im frühen Midgame, also irgendwie so ab Minute... Naja gut, du siehst es nicht Midgame, aber da haben wir so... Bis Minute 30 tatsächlich irgendwie versuchen, so halbwegs eben zu spielen und. Ja, immer diese Dinge angesichts, dass man halbwegs leicht zu spielen und das nicht großartig. Keine großen Kill-to-Dings. Oh, das war die Laterne. Keine großartigen Kill-to-Death-Verhältnisse in Größe 1 hinzukriegen. Oh, da kommt der Hacker vom Bolt. Oh, das MF ist sowas von tot. Da hilft auch nichts mehr. Aber Nautilus kann hier vielleicht noch was rausholen. Naja, immerhin etwas. Ja, also halt größtenteils sicher zu spielen, wenn man stärkere Late-Game-Chance hast. Dann hat das durchaus Sinn. Wenn man die natürlich nicht hat, dann sollte man vielleicht doch irgendwie zum All-In. Wenn man ein Spiel hat, was im Early extrem stark ist, dann sollte man halt... Also man sollte nicht, aber es wäre eine Option, diese All-In-Taktik zu fahren, dass man halt am Anfang viel einsetzt, mehr riskiert, vielleicht ein bisschen riskanter spielt. Das kann natürlich auch schief gehen, wenn der Gegner... Oh, Alfred ist tot, der kann nichts mehr machen, der brennt... Ne, der unterverschwindet. Brennt ab, wollte ich gerade sagen. Liebe schon wieder total ungesund. Ich habe mir die Cola der Woche gegönnt. Diese Laterne. Das ist doch ein Bug, oder? Dass die hier durch die Gegend leuchtet, oder? Dann muss das so. Ich bin mir da nicht 100% sicher. Ich habe Trash selber noch nicht gespielt. Vielleicht kann man das ja irgendwie triggern, dass die Laterne zu ist. Woran hängt die Laterne eigentlich? Ist das sein Schwanz? Ja, was ist Trash eigentlich für ein Vieh? Ich habe mir noch nicht mal die Lore von ihm durchgelesen, also die Geschichte. Also immerhin hat das Lilian-Team jetzt den Dragon geholt. Und damit liegen sie goldtechnisch sogar jetzt ein Stück voraus.
Ah, es ist die 12. Minute. Ich würde mal sagen, wir können mal eine Weile über den Farm reden. Sind Tanks still make so much damage? Ja, genau das. Da haben wir es schon wieder. Da gleich steht wahrscheinlich die Warmox. Da ist die Warmox. 1000 Lebenspunkte plus. Also, was ich gerade sagen wollte, sind sie auf. Farmt auf der Top-Lane ziemlich gut. Auch Master G, der natürlich ein Farmmonster ist mit seinem Alpha-Strike, der macht ja auch noch mehr Schaden an Monster. Und Minions halt. Oh, jetzt kommt hier der Hackerin. Gank aus des Todes. Oh, ich denke mal, Trash sieht da nicht gut aus. Oh, da kommt die Box. Oh, der. Da ist die Kugel noch genau richtig abgeprallt, aber Trash hat so einen Scherz. Holy. Oh. Was ist das denn jetzt passiert? Ich hoffe, ihr habt darauf geachtet. Ich habe das gerade nicht gesehen. Ich war gerade mit dem Lesen des Chats beschäftigt. Und eigentlich wollte ich doch gerade über Farm reden. Ich wollte eigentlich mal kurz gucken, was macht der Meister Master Chief mit dem Charme sein? Na gut. Ey, das hat ein 1-0 Scaling. Das ist einfach zu stark. Meine ich. Pam! Ach ja, genau. Also Mordekaiser liegt immer noch 30 CS hinten. Auch. Ja, also ich glaube, die größte Fehler ist auch, dass die hier alle. Dass die ja alle einzeln reingehen. Oh, kann Hackerim hier noch. Ja gut, er ist übrigens nicht Hackerim, sondern Nautilus. Nautilus kann hier gerade noch eine Flucht hinlegen. Sona hat halt einfach mal 5-mal so viel Cubes wie Trash. Das macht natürlich einen Unterschied. Not. Ja doch, 300 Gold, 200. Aber das sind wahrscheinlich weniger die 8 Cubes, sondern mehr die. Der Kill. Tja, MF steht natürlich wesentlich besser da als Rain, wobei wesentlich in diesem Fall 15 Creeps sind. Nautilus hat mehr Farm. Hat auch schon 5er Boots. Die frühen Boots zu kaufen, natürlich auf Nautilus, der ist. Muss man natürlich tun. Hat natürlich den Nachteil, dass man halt Geld für Boots ausgibt, nicht für was anderes, womit man Schaden machen könnte. Allerdings ist, glaube ich, Nautilus Aufgabe beim Ganken auch nicht zu Schaden zu machen, sondern zu CC'en. Das Schaden machen muss dann schon der Ohr gehen. Ach, jetzt hat er den Ulti schon wieder? Der hat ihn ja andauernd. Ja, und hier Ankermeister Nautilus ist hier immer noch auf Gank. Also, naja, eigentlich Counter-Gank-Kurs, weil ich meine, er verteidigt größtenteils nur die Lanes oder guckt sich die brennenden Ruinen der Lanes an. Da bin ich hier. Ja, dieser Heal ist lächerlich. Das ist jetzt schon mit 129 AP, das ist ein 2-0er Rating. Das war, glaube ich, mal mehr. Ich hab das schon mit 4500 Lebenspunkten plus gesehen oder so. Was dann echt absolut. Ja. Also, das sieht. Malfa sieht jetzt gar nicht so gut aus. Ich dachte eigentlich, der spielt das wesentlich stabiler runter gegen Sinsau, aber. Sinsau wird scheinbar seinen Ruf als Bruder. Oh, sein Bruder gerettet. Da hat man wieder. Das Cleans hat man wieder das Leben gerettet. Ich denke mal nicht, dass. MF kennt die Laterne scheinbar noch nicht. Ich denke mal, da gibt es doch gleich böse Worte. Mit der Trash weiß genau, was er da tut, aber MF kennt scheinbar diese Laterne nicht, weil. Man kann mit dieser Laterne bis zu Trash hinspringen über eine verdammt große Reichweite. Also eigentlich ist Trash der ideale Tower Dive Char. Man wirft die verdammte Laterne hier irgendwo hin, kriegt noch ein bisschen Rüstung. Das könnte böse werden für Trash, aber immerhin. MF kann diesen Fight nicht gewinnen, ne? Vor allen Dingen, doch, kann sie? Warum? Tut das dagegen? Oh, okay, alles klar. Alles klar. Ja, wie passiert hier oben? Und Malfett versucht jetzt gerade halt seinen Farm aufzunehmen. Aufzuholen. Wie schaut es mit Mordekaiser an? Der macht ein bisschen Plus, relativ jedenfalls. Oh, das sieht gar nicht gut aus für Malfett. Ja, der ist tot. Also, ich meine, der könnte ja nicht mal kommen. Ja, das ist Level Up. Und toll. So, jetzt bin ich wieder da. Das sieht übrigens sehr schlecht für Mordekaiser hier aus. Ich glaube nicht, dass er hier noch. Ich meine, er kann es nicht mal wagen, neben dem Tower zu stehen, die Position zu halten. Weil er weiß, dass die Master G umhauen würde. Ich meine, jetzt sogar mit der Mana-Rex ist einfach nur lächerlich. Wie gesagt, es ist.
Es ist halt nur ein einziger Skill, den er machen kann. Das macht so viel Schaden, das ist halt. Oh. Ja, Mann. Achso, der Turm. Ja. Damit ist der Turm-Count immer noch bei. Hä? Also eigentlich wollte ich gerade sagen, damit ist der Turm-Count bei 1-1, aber da oben steht 0-0. Das ist ja schön. Die wird völlig gepinkt. Also, MF und Trash overextenden hier auch. Obwohl, nein, machen sie gar nicht. Die warten hier auf den absoluten Gag. Oh. Jetzt haben sie Wayne getroffen. Die war überhaupt nicht das Ziel. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt sterben hier gleich alle so ein bisschen. Also ich bin der Trash-Support, der macht hier zumindest alles, was er kann. Oh, jetzt kommt der Master G. Das Problem an G ist, den kann man noch so schlecht aufhalten. Weil ich meine, durch seine Ulti ist er ja einfach nicht bremsbar. Ich meine, man könnte ihn maximal. Nee, warte, ein Exhaust kann man ihn wohl auch nicht um den Kopf hauen. Man kann ihn nicht hart CC'en, aber man kann ihn hier durch die Gegend werfen. Das ist sinnvoll. Und Trash sollte retten. Nee, Trash ist tot. Es sei denn, er hat Glück. Er hat Glück. Oh. Na, da geht immerhin. Was ist tot? Allerdings sind MF und Trash dabei jetzt gestorben durch den. Ey, der ist so tanky, der Sinsau. Der macht trotzdem so viel Schaden. Durch den Sinsau-Gang würde ich sagen. Mordekaiser macht hier keine stabile Figur, jedenfalls nicht in diesem Team. Er ist auch relativ. Er hat mittlerweile 40 Creeps mal wieder hinten. Das sieht doch nicht gut aus für ihn. Ich denke mal nicht, dass hier auch, wenn hier drei Leute. Naja, einer ziemlich low und zwei Leute halbwegs low sind. Denke mal nicht, dass hier noch irgendjemand sterben wird. Es sei denn, Mordekaiser hat noch vielleicht einen Flash. Oh ne, hat er leider nicht. Er hat noch einen Ignite. Nautilus könnte eventuell Flash coolen, aber. Oh gut, das ist ja gar nicht notwendig. Oh, jetzt geht da vielleicht doch noch was. Ja, jetzt hat Mordekaiser noch den Ignite benutzt. Etwas vorschnell, möchte man sagen. Ja, da reitet das My Little Pony weg. Allerdings ist hier noch ein Drake drinne. Drache wäre natürlich jetzt. Meine Schütze hat 12-10, allerdings liegen sie goldtechnisch immer noch vorne, wie in der ganzen Drachengeschichte. Nächster Drache dann übrigens 25. Wie gesagt, Mordekaiser sieht hier nicht gut aus. Ich meine, er hat doch bis auf den Haunting Geist, hat er jetzt nicht so viel. Jetzt kommt hier Malphite to the Rescue. Ich kann den Namen noch nicht aussprechen. Vor allem der G, der macht halt lächerlich viel Schaden. Das einzige Plus am Master G ist, dass er nicht so richtig geil ins Late Game kommt. Also, natürlich macht er immer noch genauso viel Gleichschaden. Allerdings für den Master G jetzt für so ein Late Game, also zumindest über AP, nicht so richtig toll. Also, er macht halt nur seinen einen Skill. Ich meine, wenn er Kills kriegt, dann snowballt er bis zum Geht nicht mehr. Wenn er sein Ult anschaltet. Ja, ich denke doch, das war. Ich lese mir da mal durch. Ganz jetzt. Übrigens, der Teamfight läuft ja sehr gut von Nautilus, der hier ordentlich CC. Und hier noch einiges an Kills. Also, die holen es hier gerade wieder raus mit 2k Gold Vorsprung. So, was ich eigentlich gerade sagen würde: Master G, wenn man den rausfokus, ist ja ziemlich. Er muss ja dafür ranspringen für seine Axt holen. Warte mal, wie war das jetzt? Wenn er nämlich sein Ult hat, weil aktiv. Killing a Champion, du beschwörst all of Master G's Cooldown. Assist reduce half the baseman. So. Das Ding ist, also Master G muss töten, um seine Cooldowns zu reducen, nicht wie bei vielen anderen Chars, wo einfach nur ein schönes Eis halten. Ja, jetzt räumen sie sich auf. Ja, die gewinnen das hier locker leicht und flockig jetzt gerade hier, ne? Aber not bad, ne? Not bad. Ich tausche gerade ziemlich gut, aber da kommt schon die Surrender Vote. Obwohl es fürs blaue Team lange Zeit besser aussah, auf jeden Fall bis jetzt schon ein sehr schönes Spiel. Jetzt hier kommt Master G, wie gesagt, er muss töten, um seine Cooldowns zu setzen. Und sein Heal bringt ihm gar nichts, wenn er durch die Gegend gezogen wird. Was in diesem Team zumindest zwei Chars können. Nautilus und Trash können hier Master G durch die Gegend schmeißen. Das heißt, er kann sich nicht ressen. Oder heilen. Wie auch immer. Da ist ein Sau jetzt nochmal gestorben. Also sein Geist. Aber wop. Oh, da haben sie jetzt auch ein schönes Symbol dafür geführt. Don't forget to report Trash Botlane. Du hast Trash mit A geschrieben, nicht E. die Botlane war jetzt ja gar nicht. Sie haben ja nicht jetzt unglaublich hart verloren. Ich meine, 5. Naja, gut, die haben doch relativ. Gut, sie haben ganz schön gut. Naja, doch irgendwie schon. Also. Sie hätten härter verlieren können, sag ich mal.
Ja, das ist ein Sau hier, das mit der Warmox finde ich halt ein bisschen lächerlich. Das ist trotzdem, dass er trotzdem noch gut Schaden macht. Jetzt halt Nautilus holt sich jetzt auch noch Warmox, also. Das, ach genau, das war der Satz, den ich vorhin nicht beendet habe. Mir wurde neulich gesagt, von Leuten, die jetzt gerade weniger LoL spielen und mehr, ich glaube, Terra spielen jetzt, weil es gerade Free to Play geworden ab dem 5.2. Die spielen jetzt weniger LoL, weil sie meinen, naja, bis sie diesen Warmox-Mist nicht rausgepatcht haben, dass jetzt alle Leute nur noch Rush to Warmox machen, wer als erstes die Warmox hat gewonnen. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, dass es das exakt so funktioniert. Allerdings habe ich das auch beobachtet, dass jetzt verdammt viele Leute in Warmox bauen, weil die einfach sich nicht mehr aufladen mussten, weil die halt Live-Rack und viel Leben macht. Ich meine, hier 46,13 Hells, alle 5. Das ist ja quasi. Das ist ja eine unglaubliche Live-Rack. Also, wenn man da noch ein bisschen normales Live-Rack drauf hat, die man so Base hat, wir können mal kurz gucken, wie viel Nautilus so basismäßig hat. Er hat. Wo steht denn das hier? Ich komme hier immer durcheinander mit diesem Tablett hier. Ich bin zu doof. Da, HP-Rack. 71 HP-Rack hat der. Alle 5. Das sind immer noch stolze 12, nicht falsch, 12, das stimmt überhaupt nicht, 14, oh, ich kann nicht Kopf rechnen, das ist so schlecht. Das sind immer noch 14 Lebenspunkte pro Sekunde, die er regeneriert. Wenn er noch ein bisschen mehr hat, hat er bald einen eingebauten Mundo-Ult. Gold. Ja, das sieht hier auf jeden Fall so aus, als hätte das blaue Team hier hart verloren. Hat sich, sah einige Zeit gar nicht so aus. Aber, ja, wie gesagt, das ist das Problem an Nidhi, der muss halt reinrennen in die ganze Geschichte. Und wenn er da halt tot gemacht wird, dann stirbt er. Bisschen Typing FTW, ja. Na gut, das war's dann wahrscheinlich gewesen. Ich kann ja noch ein Spiel machen, das läuft hier heute wieder. In der schönen Technik. Ein bisschen nur Vorrat produzieren, das finde ich gar nicht schlecht. Mache ich ja gerne, dann habt ihr auch was zu sehen. Ja, dann würde ich mal sagen, GG und war ein schönes Spielchen. Und wir haben gesehen, dass ich Master G nicht mag. Und nicht auf AP. Ja, so, das ist auch gut. Die Türme sehen so schön aus. Der hier oben hat, glaube ich, immer noch kein Symbol, der Adlerturm. Und da geht der in down, Port Sin AFK. Was? Ja, doch gesehen. Da, mein Gott. Don't know why we play to idiots like Sin anyway, GG. Ja, die werden sich wahrscheinlich mächtig geflamed haben. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen hoch oder erzählt euren Freunden davon. Ich meine, das beobachte ich hier öfter mal, sollte sagen, ey, du machst voll gute Let's Plays. Dann erzählt doch den Leuten davon. Da würde ich mich auch drüber freuen, über so ein bisschen Buschtrommelfunk. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, warum nicht. Ich freue mich ja immer wieder über konstruktives Feedback und nicht einfach nur schlecht. Da bin ich ja immer bemüht, mich zu verbessern. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.